Mittlerweile sind wir in Halle 7 angekommen und ich glaube, das ist wieder so eine Halle, die Ben interessiert. Der ist natürlich auch hier mit am Start. Und im Hintergrund erst einmal der riesige, hallo Ben. Hallo. Der riesige Sony-Stand. Und was haben wir denn da für eine riesige IP? Sony interessiert mich immer. Ja, hier, ne? Psst, psst, psst. Spidey. Spider-Man kommt am 7. September 2018, also jetzt schon bald, exklusiv für die PS4 raus. Genau. Und die haben einen wunderschönen Stand hier aufgebaut. Guck mal hier, mit einem Zaun und einer riesigen Stadtkulisse. Ich fühle mich schon, als wäre ich in New York gerade. Auf jeden Fall sehr interessant, Spider-Man auch. Also für mich persönlich vielleicht das erste Marvel-Game, was mich wirklich mal interessieren könnte, weil es einfach cool von der Aufmachung her ist. Und die alten Games, die waren ja immer eher so, ja, ne? Einfach ein Spiel zum Franchise. Ist wie so ein Film, also wie so ein Filmspiel. Die sind einfach immer alle scheiße so. Und jetzt erste Mal vielleicht mal ein bisschen mehr so geile Inszenierung, geile Aufmachung. Ne? Ja. Bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Vor allem das Kampfsystem. Das erinnert so ein bisschen an die Batman-Spiele. Also sehr, sehr schnell, dass du wirklich den Flow so drin hast. Und dass es einfach sehr viel Spaß macht. Und man hat ja schon ein bisschen was gesehen. Aber wie es letztendlich ausfällt, weiß man ja noch nicht. Aber es gibt natürlich auch noch andere Spiele hier in der Halle. Zum Beispiel gibt es hier einen kleinen Hersteller, einen kleinen Publisher namens Blizzard. Ja, doch, guck mal, da hinten. Patrick, du bist auch ein notorischer Hearthstone-Spieler, oder? Und ich sitze gerne am Feuer, ja, auf jeden Fall. Ja, interessiert dich auch das neue Add-on, Dr. Bums Geheimlabor? Ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, es ist ganz cool, da kann man auf jeden Fall jetzt das neue Feature magnetisch erwarten. Für Leute, die es interessiert, Hearthstone, es gibt wieder 135 neue Karten. Feature magnetisch lässt Diener zusammenschmelzen, das ist eigentlich ganz spannend. Und umso mehr Mana ihr habt, umso mächtiger sind die Karten. Patrick, das weißt du doch auch alles, oder? Was du nicht sagst, ja, auf jeden Fall. Natürlich, ich bin natürlich international anerkannter Hearthstone-Streamer. Blizzard-Spieler. Auf jeden Fall werden wir uns hier noch ein bisschen umschauen jetzt bei Blizzard und wir nehmen euch natürlich wie immer einfach mal mit durch Halle 7. Patrick, ich habe gehört, du hast früher jahrelang World of Warcraft gespielt. Ja, weißt du, ich bin mit der Sylvana da hin und her gezogen und das waren tolle Zeiten, hunderte Stunden habe ich da in dem Spiel versenkt und jetzt ist es wieder da, das neue DLC, die neue Erweiterung hier im Hintergrund, der Kampf um Azeroth, ja. Azeroth-Kampf, ne? Den wer kennt ihr nicht. Auf jeden Fall, Freunde, WoW, kommt vorbei! Ach, Overwatch, eine Liebe, die ich nie vergessen werde. Falls ihr Bock habt, kommt in Halle 7 vorbei. Hier gibt es auch die neuen Overwatch-Inhalte. Entschuldigung, ich suche den Overwatch-Stand. Ich habe hab jetzt seit Stunden hier gesucht. Ich ja, ja, der ist da hinten, der ist da hinten. Ja, ja. Leute, wenn ihr schon immer mal Diablo 3 auf einer Nintendo Switch spielen wolltet, dann seid ihr hier in Halle 7 genau richtig. Eternal Collection, da ist alles dabei. Sogar der Nekromant. Zombies gehen natürlich immer. Ich bin mittlerweile auch schon ein halber Gamescom-Zombie. Im Hintergrund sieht man einmal Dying Light Bad Blood von Techland. Auch da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Und ich glaube, nach der Gamescom, spätestens danach, sehe ich auch aus wie ein Zombie. Hört es schon hier in Halle 7, da ist auch richtig Party. Guck mal, der Ben, der geht schon ab, der macht seinen Fortnite-Tanz, ne? Genau, mega geil. Und Anfang 2019, weißt du, warum da auch wieder Party ist? Warum denn? Den Game of Thrones, 8. Staffel? Ja, die finale Staffel kommt, ja, das wird mega geil. Freust du dich? Ja, auf jeden Fall. Wir berichten auch PlayNation übrigens über Game of Thrones, Leute. Aber Ben? Aber was? Ein Browser-Game zu GOT, wäre das nicht geil? Kann ich mir nicht vorstellen, das wäre zu krass. Ja, sowas gibt's auch nicht. Was ich mich ja schon mal gefragt habe, Ben, ne? Stehst du eigentlich auf Schmerzen? Ja klar, also ich bin auch ein notorischer Sadist, deswegen spiele ich auch ganz gerne Dark Souls. Nee, habe ich noch nie gespielt, aber falls ihr euch gerne quält und falls ihr Bock auf Dark Souls-Spiele habt, dann könnte euch der neue Titel von From Software vielleicht interessieren, Sekiro Shadows Die Twice. Hier stehen wir gerade am Stand in Halle 7. Schaut vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Es gibt ein paar neue Features, oh, die Bossfights hin und her sind ein bisschen anders, also dynamischer und die Figuren sind noch verrückter, wie man hier sieht. Jo, Moni, wie geht's? Komm vorbei. Ja, geil. Oh, verloren. Ich habe den ganzen Tag verloren. Ich habe natürlich gewonnen, weltbeste Hearthstone-Spiele, wie man unter anderem auch weiß. Wir sind jetzt hier in Halle 7. Kleines Recap, Patrick, wie hat dir das heute gefallen? Also ich muss sagen, Blizzard ist natürlich für mich immer ein persönliches Highlight. Also ihr seht ja schon hier allein die Hearthstone-Location, hinten noch Overwatch, World of Warcraft, StarCraft 2, Diablo 3. Hier ist für jeden Blizzard-Fan etwas dabei. Und auch die Bühne, da ist immer so viel Programm. Also man kann es aber nicht anders sagen. Es ist immer wieder schön hier und man fühlt sich irgendwie ein bisschen wie zu Hause. Es ist familiär. Ne? Genau, und das mag ich auf jeden Fall an Blizzard. Drüben war ja auch noch Sony auf jeden Fall. Genau, Sony, Spider-Man, ne? Haben wir ja eben kurz gezeigt.
Sieht auch sehr geil aus von der Kulisse. Da ist ja dann diese ja, New York quasi, so die Skyline aufgebaut worden. Das alles so ein bisschen zum Setting von Spider-Man natürlich passt. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Blizzard-Fan, das ist eher wirklich Ben so derjenige, ne, der PN-Beauftragte für Blizzard. Aber Blizzard hat echt den geilsten und den größten Stand. Nicht nur den größten, sondern auch den detailliertesten und den schönsten. Also alleine das Brett hier, ne? Das sieht wirklich super aus. Da hinten haben wir dann noch eine Theke, alles hier so aus Holz und alter Holztisch. Ja. Und was würdest du sagen, welche Halle ist deine Lieblingshalle? Ich muss sagen, also wie gesagt, für mich persönlich auch als Blizzard-Fan, so, ich mag natürlich auch alle anderen Publisher und Entwickler und so, aber Blizzard ist halt einfach, wie gesagt, ist immer alles so familiär. Ne? Ich fand zum Beispiel den Ubisoft-Location fand ich auch echt nice, muss ich sagen. EA hat mir jetzt dieses Jahr nicht so gefallen. Also mein persönliches Highlight wäre auf jeden Fall Halle 7. Und wie sieht es bei dir aus? Ja, wie gesagt, also Halle 7 ist natürlich eigentlich vom Stand von Blizzard her am schönsten. Wir haben wirklich den schönsten Stand von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Halle 6 ist aber für mich von den Spielen her eigentlich am interessantesten. Also gerade Ubisoft, aber du hast schon recht, EA hat halt irgendwie immer so den gleichen Stand und es ist immer gleich aufgebaut. Es sind auch nur zwei Spiele da und es ist halt einfach nur groß. Aber guck mal hier, die Kulisse ist einfach viel geiler. Es ist familiärer, hast du schon recht. Und deswegen, ich würde schon sagen, Halle 7 ist mit die schönste und Halle 6 vielleicht die interessanteste. Das war's auf jeden Fall von uns und macht's gut. Bis dann.